Hallo Leute. So, herzlich willkommen. Und heute kommt das versprochene Video zu meiner Nagellacksammlung. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter auch ein bisschen besser geworden. Es hat ja die letzten Tage ein bisschen geregnet. Aber ja, das hat nichts mit meinem Video zu tun. Entschuldigung, dass ich ein bisschen, ja, durchaus sehe, aber ich hatte heute absolut keine Böcke darauf, irgendwie mich jetzt großartig fertig zu machen. Und ich glaube, naja, egal, ihr verzeiht mir das sicherlich. Wir waren eben erst mit den Kindern draußen und das ist warm. Gut, fangen wir an. Und zwar, ja, vorab. Ich weiß nicht immer, wie viel die Lacke gekostet haben, aber es müsste alles so in dem Dreh von 2,75 bis 4 Euro liegen, ungefähr. Aber es sind auch einfach Lacke dabei, die mal in irgendeinem Schminkkoffer irgendwie dabei waren. Wenn man sich da mal so einen Schminkkoffer kauft und da sind ja so kleine Lacke dabei, das kennt ihr sicher. Und ja, so Standard halt. Und ja, keine Ahnung. Deswegen, die zeige ich auch einfach mal. Und naja, fangen wir mal an. Ja, ich greife jetzt einfach mal wild hier rein. Und zwar fangen wir an mit dem P2 Color Victim. Das ist die 903 in Pink. Ja. Ah, kann man das so sehen? Juhu. Keine Ahnung. Ja, der ist ganz schön. Ja, wie gesagt, irgendwie was um die 3 Euro oder 2,75. P2 ist ja nicht so eine teure Marke und ist ganz schön. Würde ich jetzt aber nicht immer tragen, weil es doch schon sehr pink ist, finde ich. Aber ja, man kann es tragen. Also auf den Fußnägeln zum Beispiel sieht das auch ganz toll aus, finde ich. Ja, kann man tragen. Muss man aber nicht. Es sind einige Fehlkäufe dabei, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also es ist nicht alles so schön. Dann geht's weiter. Ich hoffe, das ist genau. Den hat eine andere YouTube-Mami, sage ich jetzt mal, auf Instagram gepostet. Ja, der sah so ganz toll aus in der, ja, in der Flasche, aber auf den Nägeln, ja, man muss Orange wirklich mögen. Ich habe ihn mir mal gekauft, also sie hat zwar schon gesagt, dass es auf den Nägeln ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussieht, aber ich wäre ja nicht ich, ne, wenn ich das nicht ausprobieren würde. Und zwar ist das die 621 Summer Calling. Und wie gesagt, er sieht so ganz toll aus, weil er hat so Goldpigmente drin und ja, finde ich eigentlich ganz schön. So in der Flasche. Auf den Nägeln sieht's seltsam aus. Na, so. Tja. Naja. Vielleicht verschenke ich den oder so. Mal gucken. Oder wenn einer von euch ihn haben will, dann sagt mir Bescheid. Und da ich dann total in meinem Orangewahn war, habe ich mir gedacht, holt sie dir noch einen von P2. Und zwar das Volume Gloss Gel Look Polish. Den habe ich jetzt gerade auf meinen Fußnägeln drauf, aber die zeige ich euch jetzt nicht. Und das, muss ich sagen, sieht wirklich gut aus. Also der sieht wirklich gut aus. Das ist die 008 Beach Babe. Und das sieht echt toll aus, finde ich. Auf den Nägeln, auf den eigentlichen Fingernägeln habe ich es noch nicht probiert, aber das werde ich vielleicht auch die nächste Zeit mal machen und poste das dann auf Instagram, dann könnt ihr das euch mal angucken. Ja. Es hat wirklich so einen Gel-Look. Sieht wirklich ganz gut aus, finde ich. Jo!
wo wir ja gerade, na, ich glaube, das ist eher so ein Rot, Rot-Orange. Hm. Maybelline Color Show. Das ist die Nummer 118 Urban Coral. Ja, finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Man muss wirklich Orange mögen. Also, ja, weiß nicht, ist vielleicht nicht was für jedermann, wie gesagt. Ja, das ist eher so ein Rot-Orange. Mehr Rot wie Orange. So. So. Ja. Also ich muss sagen, Maybelline ist natürlich ein bisschen teurer wie P2. Das ist klar, ne? Das ist normal. Gut. Nochmal Maybelline. Color Show bei Colorama. Colorama. Irgendwie sowas. Das ist die 120 Urban Tour. Tour Choice oder sowas. Aber die Farbe ist nicht schlecht. Die ist wirklich gut, finde ich. Das ist so ein türkisblau. So. Ja. Na, fixier doch. So jetzt. Juhu. Und das ist. Die ist ganz schön. Hatte ich auch schon drauf. Oh, die hat eine richtig, richtig kräftige Farbe, Leute. Also das ist echt Hammer. Das ist echt schön. Machen wir weiter. Glamline Nagellack. Keine Ahnung, also ich kenne die Marke jetzt gar nicht. Und da steht auch. Ah, das ist die Nummer 43. Oh, das ist irgendeine No-Name-Marke. Ich denke mal aus Kick oder. Irgendwie sowas darf ich das so sagen. Ich weiß gar nicht. Habe ich mir wahrscheinlich irgendwann mal gekauft. Also hat nur 1 Euro gekostet. Naja. So sieht es im Endeffekt auch aus, ne? Jetzt weiß ich, warum ich ihn gar nicht benutze. Der ist auch noch fast voll. Ich glaube, der sieht nicht so gut aus. Also ist wirklich so ein Kotzgrün. Ja, Weiß auch nicht, also meine Farbe ist es jetzt nicht unbedingt. Das ist, ja, nicht so meins. Nochmal Glamline, Glitter, Nagellack. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal meiner Tochter gekauft. Das ist die 49 Blau. Ja, der glittert halt und ist so, ja, blau halt, ne? Ja, auch 1 Euro, glaube ich. Nehme ich an, ja, genau. Nee, Teddy war es. Entschuldigung, es war nicht Kick, es war Teddy. Das sieht man jetzt auch nicht so schön, jetzt da drauf. Es glitzert halt und ist blau. Ja, 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 ja. So. So sieht das aus. So. Und so. Prima. Das ist. Kommen wir zum nächsten. Das ist Party Nail Polish. Und woher kommt der? Ich denke mal auch aus Kick oder Teddy. Auf jeden Fall auch 1 Euro. Und der ist so. Ich glaube, das sind eher so die Lacke von meiner Tochter, weil die steht schon total auf Nagellack und. Ja. Der ist so lila, Glitter, oh, eher was für Fasching oder für Party, wenn man Clown spielen will. Der riecht auch ziemlich streng, muss ich sagen. Ist nichts für mich. Welchen ich aber dagegen ganz toll finde, das ist der von Manhattan, Lotus Effect. Das ist die Nummer. Steht nichts drauf. Oh mein Gott. Steht wirklich nichts drauf. Nee. Glitzernagellack für funkelnde Effekte. Da steht nicht drauf. Nee. Ich verarsche euch nicht. Es ist wirklich so. So. Und so.
Ja. Und der ist wirklich schön, finde ich. Also der ist echt. Ja. Aber vielleicht auch nur sowas für einen Finger. Ich würde nicht alle 10 Finger damit lackieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. So, machen wir weiter. Oh, hier habe ich sogar noch den Preis drauf. Das war definitiv ein Lack von meiner Tochter. Ich kriege den Preis jetzt nicht runter. Es war auf jeden Fall, wenn ich jetzt den nicht runterkriege, habe ich echt ausgeschissen. Huch, Entschuldigung. Jetzt kriebel ich den Preis hier runter. Ach, ist doch egal. War ein Sonderpreis, hat 69 Cent gekostet. Und ich denke mal, für die Kiddies, da reicht das. Aber es sieht trotzdem blöd aus. Deswegen mache ich das gerade mal, friemle ich das gerade mal hier runter. Oh Gott, was ein Pannenvideo schon wieder. Aber das, ihr seid ja nicht anders von mir gewöhnt, ne? Irgendwie. Eieieiei. So. Jetzt sieht man nicht mehr ganz so arg, dass es ein Sonderpreis war. So. Jetzt habe ich den ganzen Shit hier natürlich an den Nägeln. So. Pink Passion Nummer 26 von R.L. Young Express Color. Der ist so ganz klein. Aber der hat eine schöne Farbe, finde ich. Echt. Also ist ganz niedlich. Und meine Kleine hat ihn ja schon drauf gehabt. Und sah echt gut aus. So. Wo wir gerade bei Pink sind, machen wir doch mit Pink weiter. Sünde, Sünde, Sünde. Wer Pink mag, für den ist der hier absolut das Highlight. Weil der kommt von Wet n Wild. Oh, aber ich kann es nicht mehr lesen. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Nummer. Ich hoffe, da steht hier hinten drauf. Nee. Steht leider keine Nummer drauf. Aber er sieht so aus und er ist von Wet n Wild. Und den habe ich noch nicht lange. Und ich finde den ganz toll. Ich finde den wirklich toll. Ich hatte ihn auch schon auf den Nägeln. Ich finde ihn wirklich cool. Ich mag jetzt sowieso die Marke Wet n Wild. Ich meine, das wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich, schon von mir. So, machen wir weiter. Von Essence den Color and Go. Das ist die Nummer. Die Nummer. Jo. Entweder bin ich zu blöd, die Nummer zu finden, oder es steht einfach keine drauf. Weil ich kann keine entdecken. Es tut mir leid. Aber das ist mein absoluter Favorite. Ich liebe diesen Lack. Ich liebe ihn, Leute. Weil, ich finde ihn cool. Ich finde ihn einfach schön. Mein Freund mag ihn nicht. Der sieht auch, der sagt, das sieht aus wie Tauben-AA. Aber ich finde ihn toll. Und allein das zählt, oder? Finde ich schon. Jo. Intertoys. aus dem Spielwarenhandel. Ich glaube, da war ich in Holland, wo ich den gekauft habe. Ich habe ja mal letztes Jahr mit zweimal Urlaub in Holland gemacht. Und da habe ich absolut keine Ahnung mehr, wie viel er gekostet hat oder was es für eine Nummer hat. Ja, ja, so ist das. Es steht auch nichts Deutsches hier drauf. Also einfach nur, ja, das ist es. Und Korall, mehr steht nicht da. Ja, mehr ist es einfach nicht. Aber ich finde ihn ganz schön. Ist ganz angenehm zu tragen. Und der sieht so aus. Jo! Oh, die sind ja schon fast fertig. Wir machen weiter. Und der ist auch richtig schön. Der ist von Manhattan. Lotus Effect. Ich glaube, ein paar von den Lacken habe ich euch auch schon mal vorgestellt in diversen Videos. Aber ich mache es jetzt einfach. Das ist die Nummer 36L.
Und der hat so einen tollen Schimmereffekt, so einen Metallic-Effekt einfach. Und ja, den kombiniere ich aber auch gerne mit einem anderen Lack, weil dazu komme ich jetzt sofort drauf zu sprechen. Macht denn die Fliege hier drin? Und zwar kombiniere ich den gerne mit dem Maybelline New York Color Show Street Artist 004 LA Attitude. Keine Ahnung was. Ja, das ist der hier. Und der sieht echt, der sieht wirklich gut aus. Und ich finde den auch total schön. Das Problem bei diesem Lack ist einfach, dass du hier so ein Granulat hast, sozusagen. Und den wieder von den Fingern zu kriegen, ist absolut, absolut, absolut schwierig. Wirklich schwierig, weil das ist wie, als hättest du Schleifpapier auf den Fingernägeln. Und ja, ich denke mal, mit einer schönen Grundierung, wie zum Beispiel den hier, passt es wieder, oder? Und dann kriegst du es auch wieder ganz leicht von den Fingern. Weil unten drunter ja schon ein Lack ist. Ansonsten sieht es auch ein bisschen blöd aus, als hätte jemand eine Zahnbürste genommen und einmal so drauf gesprenkelt. Sieht nicht gut aus ohne Grundierung, weil du hast echt nur diese Granulate und der eigentliche Lack ist durchsichtig. Sieht doof aus, finde ich. Dann haben wir hier diese Standardlacke, die irgendwann mal in einem Schminkkoffer dabei waren. Ich glaube, da brauche ich ja nichts zu sagen. Nagellack einfach. Ich glaube, den gibt es auch so gar nicht zu kaufen. Und der hier hat eigentlich eine ganz schöne Farbe, finde ich. Was heißt ganz schön? Sie ist tragbar. Aber man sieht sie auch nicht wirklich. Es schimmert ein wenig. Aber ja, das war es halt auch schon. Ja, das ist wirklich halt diese Standardlacke. Mein Gott. Dann kommen wir hier zu, das ist auch einfach ein Lack, den habe ich auch gerade drauf. Aber naja, es gibt Schöneres, finde ich. Es sieht irgendwie aus als, naja, ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Er ist halt golden, ne? Ich habe ihn mal ausprobiert. Ich muss ihn nicht nochmal tragen. Das ist das erste Mal, dass ich ihn ausprobiert habe. Und ich habe den schon, keine Ahnung wie lang, schon ein paar Jahre auf jeden Fall. So, an den hier traue ich mich gar nicht dran. Den habe ich noch nie benutzt, ich schwöre es euch. Ja, das ist dieses schöne Teil hier. Oh mein Gott, was ist das für eine Farbe? Und wer trägt den? Also ich kann mir das nicht vorstellen, den mir auf die Finger zu machen, weil wie soll das bitte schön aussehen? Auf den ganzen Fingern? Auf allen Zehen? Ehrlich jetzt? Nee. Nein, das muss nicht sein. Natürlich bleibt er in meiner Sammlung oder ich schmeiße ihn irgendwann weg, aber... Oder ich soll ihn für euch mal tragen. Das könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ich das mal testen soll. Dann würde ich das vielleicht noch machen, aber sonst nicht. Den hier finde ich noch ganz schön. Das hat doch noch eine ganz schöne Farbe, oder? Den hatte ich auch schon mal drauf von... Ja, das ist so ein Bronze und der ist nicht ganz so auffällig, will ich mal sagen. Jujuju. Und an den hier kriegt ihr mich genauso wenig wie an den dunkleren, den ich euch eben gezeigt habe. Das ist nämlich genau so ein, weiß ich nicht, so ein Fauxpas. Auf allen 10 Nägeln. Leute, seid mal ehrlich. Geht gar nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Klar, jeder hat einen anderen Geschmack, aber meiner ist es nicht. So, womit wir mit den Standard-Nagellacken auch schon am Ende wären. Dieser hier. Und den würde ich vielleicht noch drauf machen, weil der ja nicht so dunkel ist wie der andere. Also viel heller. Da würde ich mich vielleicht noch zu breitschlagen lassen, ihn vielleicht auch freiwillig zu tragen. Aber so? Jo!
kommen wir zu meinem nächsten Favorite. Das ist der P2 Hand and Nails Rich Care Color Polish für perfekt gepflegte Nägel. Also mit Oxygen Care. Habe ich das richtig ausgesprochen? Der ist auf jeden Fall schön. Der pflegt die Fingernägel, der lässt sie nicht brechen und ist einfach nur das Beste an Lack, was ich jemals gekauft habe. Weil er macht auch eine schöne Farbe. Und das ist die 030 So Pretty. Das ist das schöne Teil hier. Und so sieht er aus. Und so. Nun machen wir es doch nochmal auf für euch. Ich flippe mir schon alles um. Der lässt sich auch super schön auftragen. Ich finde das echt genial. Finde ich toll. So, und dann haben wir eine Kombination. Ich war irgendwann mal so frei und habe mir das gekauft, aber ich glaube, das musst du echt können, weil bei mir sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und zwar ist es von Essence Tip Painter Nagelspitzenweiß. Ich wollte mich mal darin versuchen, mir die Nägel, also die Spitzen davon weiß zu machen, aber naja, es hat nicht so sollen sein. Deswegen, ja, ich glaube, dazu brauche ich noch ein wenig Übung. Weil so richtig kann ich das nicht. Das ist einfach ganz normal weiß. Ja. Ja, wenn man es kann, ist das ganz gut. Und wenn man dann die Nägel, also die Spitzen hier vorne weiß hat, kann man, um einen Gel-Look zu erzielen,